So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquana. Genau. Viele haben mich gefragt, also in die Kommentare geschrieben generell, dass ich mein Haus größer bauen soll oder dass ich irgendwie eine gescheite Farm bauen soll oder dass ich irgendwas mal bauen soll. Und ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen offscreen gebaut. Ich habe sehr viel gebaut. Das zeige ich jetzt alles in dem Video, genau. Also erstmal, hier sind wir im Oberstock und ja, ich habe sehr, sehr viel ausgebaut. Genau. Und hier sind so, so eine Abtrennwand und hier ist so ein Bett. Ich habe noch ein zweites Bett gecraftet, weil ich habe jetzt die Farm. Und man hat einfach richtig die Aussicht hier. Einfach richtig. Hier sind sogar solche, solche Lampen. Genau. Die kann man aus- und einschalten noch. Ich lasse mal hier an. Ich kann die eigentlich ausschalten, ja. So, genau. Da vorne ist Simon gleich. Und da vorne ist die Insel noch. Und das Wasser sieht auch immer noch so schön aus. Das ist unglaublich. Hier sieht man einen Baum hier draußen, okay. Genau. So, hier habe ich das Ganze, ist praktisch, ich bin jetzt im zweiten Stock, also im ersten Stock hier oben, nicht im Erdgeschoss. Und genau, ich habe hier alles sortiert jetzt. Genau, bei Materialien sind jetzt die ganzen Holz und die ganzen, Blöcke praktisch hier drinnen zum Bauen. Aber wertvolles haben wir hier, genau, die ganzen wertvollen Sachen praktisch, mein Dia, Redstone, eine Kreditkarte und sowas. Apropos die Kreditkarte, ich kann die gleich eigentlich mitnehmen. Ich gehe ja gleich zum Dorf wieder. Genau. Hier die Waffe und so, obwohl das immer noch das falsche Magazin ist, ich weiß nicht, ja. So, genau, Aquafinity, Efficiency und sowas habe ich auch noch hier drauf. Okay, genau. Hier ist das eine Buch. Und beim Mobdrop sind die ganzen, ganzen Eier und die Federn hier von den ganzen Viechern. Praktisch Mobdrops halt. Und genau, Essen ist halt Essen drinnen. Pflanzen sind halt ganzen Seeds und sowas drinnen, ja. So, und hier habe ich eigentlich gerade noch, hier, genau. Das sollte fertig sein, so. Also ich habe noch ein bisschen Essen habe, dann brate ich ja gleich das so, bam. So, genau. Ich gehe mal hier runter und zeige alles von unten. Hier ist zwar noch nicht viel unten. Aber ja, genau. Ich habe hier jetzt so ein kleines Schaf hier eingesperrt. Vorne steht noch ein Schaf, ich weiß nicht warum. Genau, das brauche ich jetzt so ein Name-Tag. Keine Ahnung, ich muss irgendwie schauen, vielleicht kann ich irgendwie so ein Name-Tag oder so kaufen irgendwie in der Stadt, ich weiß nicht. Dann kann ich das irgendwie nennen oder so. Oh, und das ist gerade hier, das Schaf. Okay, gehe ich hier mal raus. Hier ist noch eine Kerze hier. Und wie ihr seht, ich habe sehr viel gebaut. Als erstes Mal habe ich das Haus richtig schön hier gebaut. Richtig mit Blumen. Genau, Blumen wollte ich eigentlich noch schauen hier. Als ich irgendwie da vorne bei der Insel kriege, weil ich habe nicht so viele Blumen. Okay. Hier habe ich das hier gebaut. Die, jetzt nochmal die Schokobeans hier. Habe ich hier angebaut. Ich habe hier überall so ein Baum, also solche Fences hier, baut solche Zäune. Und ich habe so einen richtig geilen Weg hier zu unserer Farm. Und ich habe die Farm ja auch weitergebaut. Unsere Tierfarm, beziehungsweise unser Tiergehege. Okay, das hat sich jetzt nichts gebracht. Aber ja, ich finde den Weg auch hier richtig cool. Oh, ich bin ja reingefallen. Genau. Hier weiß ich noch nicht, was ich hier baue oder so. Aber ja, eigentlich sehen unsere Haus relativ cool schon hier aus. Genau, habe ich hier Treppen. Vorne geht es so runter zum Dings. Ich sehe gerade, dass die Sugarcanes, sind ja gewachsen wieder. Genau, und ich habe hier so Bäume anbaut hier. Weil sonst kriege ich hier keine Dings, kein Holz hier. Und ja, fällt gerade auf, was ist das für ein Baum? Das ist ein Dschungelbaum. Was ist das? Kann ich das hacken? Oh, okay. Anscheinend noch nicht reif. Vielleicht wachsen die Äpfel oder sowas. Warte mal, sind denn noch solche Bäume hier irgendwo? Hier nochmal, was ist das? Was ist das? Kann ich das auch hacken? Ich glaube, die sind einfach nicht reif hier. Ne, sind nicht mehr reif. Hier nicht. Doch, hier auch. Überall, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wollte ich hier noch zur Stadt rüber schauen, nämlich. Dort, genau, eins habe ich noch hier vergessen zu zeigen. So, bam, bam. By the way, ihr habt doch richtig viele Namen in die Kommentare geschrieben. Zum Beispiel einer hier, Chap unterstrich geschrieben. Aber da verändert sich nämlich die Farbe von Schaf, also so Rainbow-Dings. Und genau, hier weiß ich noch nicht, was ich oben baue. Ich habe einfach mal eine Grasfläche oder so gebaut. Vielleicht wisst ihr, was man hier reinbauen kann. Hier hochbauen kann. Ich glaube, einer hat geschrieben, irgendwie so eine Glaskuppel. Aber ihr könnt mal hier in die Kommentare schreiben, was ich hier oben bauen soll. Dann baue ich das in der nächsten Folge, genau. Gehe ich hier rüber mit meiner Bankomatkarte, Kreditkarte, wie auch immer. Genau, und ich habe hier noch, genau, ich wollte noch hier bei der To-Do-List noch schauen. Genau, Schafnamen geben. Das habe ich leider noch nicht. Haus mieten? Gerade einer geschrieben, ich soll mir kein Haus mieten.
Weil das ist irgendwie zu überteuert und dass ich erstmal mein Haus ausbauen soll. Also deswegen habe ich jetzt auch gemacht, dass so viel geschrieben haben. Genau, also kann ich das Hausmieten hier einfach eigentlich wegschreiben. Ich kann irgendwie stattdessen, kann ich, was kann ich hinschreiben? Was brauche ich denn noch? Genau, Einrichtung, Craften oder sowas. Kann ich demnächst auch noch machen. Genau, erkunden, warte, ich gebe sie mal wieder hoch, die To-Do-Liste. Genau, Sand für hinbringen, genau, das wollte ich auch noch machen. Und genau, erkunden, muss ich auch noch, Sand für hinbringen, mach ich mal so. Weil dann hole ich dir direkt Sand. Ich glaube, wie viel hat er gesagt? 10, ich gebe mir noch 10 Sand hier so. Ich nehme auch ein bisschen Sandery Dino mit. Dann hack ich hier schnell den Sand. Geht eh hier schnell. So, bam, bam, bam. So, 16 Sand, das wird schon passen irgendwie. Hier ist der Chest auch nicht mehr. Genau, ihr habt irgendwie gesagt, ich muss nachschauen jetzt jede Folge beim Briefkasten hier, ob hier irgendwas drinnen ist. Und lol, okay, hier ist da definitiv was drinnen, okay. Okay. Was steht hier drinnen? Hallo, ich bin's Leonard. Hab gerade entdeckt, eigentlich meine Taube, dass du einen Briefkasten besitzt. Okay, lol, wie? Oh, okay, also, der hat eine Brieftaube anscheinend oder so. Dieser Brief ist mit der Taube geschickt worden, okay. Ist auch klar hier. Wollte nur sagen, dass ich in der Nähe meiner Insel eine Insel ist, okay, in der Nähe einer Insel ist, die mit komischen, bösen Menschen besetzt ist. Sieht so aus, als wären sie Barbaren. PS, meine Taube ist weiß. Okay. Habe jetzt auch nicht gedacht, dass die pink oder so ist. Da geht's mal wieder hier ran. So, genau, dann wollte ich hier mal rüberschauen zu der guten alten Stardery Dino. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon einen Namen hat. Ich glaube immer noch nicht. Dann fahre ich hier schnell rüber. Hoffentlich dass keine Haie oder Guardians oder sowas ist, die am Boden sind. Und ja, erkunden kann ich glaube ich auch mal demnächst. Ich muss wirklich nicht so in nächster Folge einfach erkunden. Das ist, vielleicht finde ich da auch irgendwie einen Leonard oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich auch wieder einen neuen oder eine neue Stadt oder so. Wer weiß, was hier auf dem auf der Insel oder auf dem Meer hier so treibt. Genau, hier ist noch der Ofen, der gute alte Auf- und Zumach-Ofen. Genau, es haben auch viele geschrieben, dass ich hier bei der Bank einfach den 100er Shiny einfach rausnehmen kann. Ich könnte, aber soll ich das? Ich mach's einfach. Oh. Da ist gerade ein Villager gegen den Dings-Zaun gerannt. Das fällt ihm keiner auf, oder? Fällt es dem auf? Ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist er? Da ist er, okay. Ich gehe einfach weg. Und genau, hier haben auch viele gesagt, dass hier in dem Haus, beim Safe nämlich, dass wir da reingehen können. Also wir könnten einbrechen, aber einer hat auch geschrieben, dass wir hier, und was machst du? Dass wir hier später erst einbrechen, weil dass sie nachher irgendwie das nachvollziehen oder so. Dass ich irgendwie eingebrochen habe oder so, dass sie nicht so böse sind auf mich. Ja. Okay, ich gehe mal zum Bürgermeister Wilhelm hier mal rein. Gut, dass du hier bist. Hast du den Sans hier? Bitte gib ihn in die Chest neben mir. Okay, dann gebe ich hier mal den Sandry Dino rein. Oh, und der nimmt den direkt raus. Was hier genau? Hier ist, genau, das ist meine Belohnung, steht hier auch. Deine Belohnung liegt in dem Item Frame. Genau, habe ich gerade rausgenommen. Ach ja, hier in meiner Stadt haben jetzt die Shops eröffnet. Okay, anscheinend gibt es jetzt Shops oder sowas. Wenn du willst, kannst du hier mal vorbeischauen. Gibt nette Angebote da, okay? Wenn du etwas kaufen willst, gib den Verkäufern einfach das Geld in die Chest und nehme dir die Sachen aus den Chests neben dem Bogenschütze. In Klammern Archer. Okay, warte, ich esse mal hier kurz. Gehe ich hier mal nach vorne. So, auf jeden Fall, man kann hier irgendwie, die Shops sind hier irgendwie eröffnet. Und vorne sind anscheinend die Chests hier schon, wo man das, die ganzen Sachen noch rausgeben muss. Und hier muss man anscheinend das Geld hier reinnehmen. Okay, Materialien zu verkaufen. Gandalf, was sagst du so? Hey, hier kannst du mal Materialien kaufen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Okay, Häuser zu verkaufen. Lol, Häuser? Christoph. Warte mal, hier ist Cobblestone, Holz und Ziegel, okay. Hallo, bei mir kannst du die modernsten Häuser der ganzen Stadt kaufen. Ich biete dir kleine Unterkünfte, große Häuser und Villen an. Villen? Als ob du willst, okay, was ist das hier? Oh, hier steht kleine Unterkunft, Villa und großes Haus. Okay. Was ist da hier? Nahrung zu verkaufen, steht hier oben. Gustav, okay, Gustav, ist ein cooler Name, ja.
Willkommen beim Nahrungshändler. Hier kannst du Nahrung kaufen, wie zum Beispiel Schnitzel, Burritos, so Bananen, als ob hier Schnitzel verkauft. Banane, Burrito und Schnitzel, oh mein Gott. Er verkauft wirklich Schnitzel. Okay, dann gehe ich hier mal wieder nach vorne. Schau mir das nämlich an hier. Genau, Geld bei Bürgermeister abgeben. Okay, also bei der Bürgermeister muss man anscheinend abgeben, okay. Häuser, Materialien, Nahrung, Materialien, okay. Ich glaube, man muss einfach das Geld in die Chest hier vorne reingeben und hier kann man die Materialien hier rausnehmen. Oh, und hier sind, okay, großes Haus, kleines Haus. Schnitzel, okay, hier ist die ganzen Essensdings. Okay, lese ich mal von den ganzen Dings das durch. Okay, kleine Unterkunft. Kleine Unterkunft, klein, gemütlich, aus Holz oder Stein. Bauzeit 4 Tage, kosten 400, was? Als ob eine kleine Unterkunft irgendwie 400 Euro kostet. Okay, was gibt's hier noch? Großes Haus. Großes Haus. Groß, sehr gemütlich, großes Wohnzimmer, Küche, Toilette, Bauzeit 1 Monat. Kosten 10.000 Euro, als ob. Ich hab hier nicht mal 500, doch ich habe 500. Ich hab nicht mal 1000 hier. Und genau, Villa. Villa, sehr, sehr gemütlich, große Küche, großes Badezimmer, großes Wohnzimmer, Pool, schön Aussicht, Keller, ausbaubarer Ort. Also ausbaubarer Ort wahrscheinlich beim Bauen oder so. Bauzeit 3 Monate, kosten 100.000. Oh mein Gott. Okay, ich leg das mal hier wieder rein. Auf jeden Fall, lol. Ich könnte wirklich eigentlich über der Bank einbrechen. Nur brauche ich nachher irgendwie so ein Kostüm hier oder so. Kann ich hier wirklich einbrechen und... Lol, hier geht gerade der schöne Sonnenuntergang hier unter. Genau. Ich könnte hier eigentlich einbrechen bei der Bank, das ganze Geld mitnehmen und hier eigentlich einfach eine Villa bauen oder so. Aber letztendlich habe ich gerade nur 500, aber ja, ich könnte halt einbrechen, aber wie ihr wollt. Aber ich muss mich wahrscheinlich vorbereiten oder so. Eine Folge so vorbereiten, nachher kann ich einbrechen. Aber jetzt erstmal hoffe ich nicht, dass er das bemerkt, wie sich scheine hier. Genau, beim Archer wollte ich noch vorbeischauen, ob es irgendwas Neues gibt, aber wahrscheinlich gibt es da nicht Neues. So, bam, bam, bam. So. Bei dir gibt es, glaube ich, nichts Neues. Genau, weil irgendwer hat auch in den Kommentaren geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht den Namen mehr und warum ist der, ich glaube, das ist irgendwie Buggy hier. Dass hier, ich bin hier so rumgelaufen, ne? Und habe hier so einen Bogen und Bogenschießen so geübt oder so. Und einer hat einfach reingeschrieben in die Kommentare, dass hier so ein Trap da ist. Und hinter der Trap ist einfach eine Chest. Und ich habe das nicht gesehen. Kommt unbedingt mal rechts oben beim i abstimmen, ob ihr das auch gesehen habt. Ich habe das nämlich nicht gesehen. Hier ist mir eine Chest drin. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nämlich geheim hier. Und was ist hier drin? Oh, Ghost 350 Crossbow. Ein Crossbow, okay. Was hier? Okay, das sind hier einfach hier Pfeile. Oh mein Gott. Geht der auch zum Schießen? Oh, ich habe gerade unabsichtlich geschossen. Okay, ich glaube, ich muss einfach reloaden. Oh, ja, es geht easy. Mit R einfach reloaden hier. Lol, wie cool das einfach ist. Ich kann einfach schießen. Ich mach mal hier die Trap da lieber wieder zu und nehme mir das mit. Wie cool der Crossbow hier einfach ist. Wie cool der aussieht. Okay, ich nehme einfach mit in Hoffnung, dass der Typ Manfred nämlich hier das nicht bemerkt. Ich hoffe, es bemerkt es einfach nicht. So, dann gehe ich hier mal wieder hoch. Weil heute wollte ich auch nämlich bei der anderen Insel nochmal rüberschauen. Weil da habe ich nämlich auch hier hat wer geschrieben, nämlich dass, warte, ich erstmal hier kurz, dass hier an der letzten Seite anscheinend irgendwie Hilfe oder sowas gestanden ist. Deswegen wollte ich das nachschauen. Und dass irgendwie Zeiten anscheinend rausgerissen oder so worden sind. Anscheinend. Und dort soll anscheinend auch irgendeine versteckte Chest oder so sein, hat er geschrieben. Habe ich übersehen irgendwie was? Ich habe keine Ahnung. Ich muss unbedingt mehr hier alles anschauen hier. Ich habe schon übelst viele Sachen hier vergessen anscheinend. Okay, dann, oh, ich muss eigentlich gleich hier rüberfahren. Egal, ich fahre einfach gleich rüber. Nur das Ding ist, in der Nacht hier rüberfahren ist, glaube ich, nicht so gut gerade. Es ist nämlich, glaube ich, sehr gefährlich hier drüben. Ich hoffe einfach nicht, dass hier... Oh, das ist richtig gruselig da vorne. Ich hoffe einfach nicht, dass hier er oder wir den Entführer hier oder was es ist, benannt hat. Aber ich habe einen Crossbow, also das wird auf jeden Fall nicht schief gehen hier. Ich halte den Crossbow und paddle gleichzeitig. Okay, ich hoffe, hier ist keiner jetzt da vorne. Ich habe echt Angst jetzt. Ich nehme mal die Fackeln hier. Nehme mal hier in die zweite Hand die Fackel. Dass ich hier ein bisschen Licht habe. So. Okay, ich hoffe echt, dass hier keiner ist. Ist hier irgendwas? Genau. Genau, hier ist noch das Dings. Ich hoffe echt, dass hier keiner ist. Ich lese das so schnell.
Genau, bam, bam, bam. Hier sind nämlich die Seiten nicht rausgerissen und der letzte Seite anscheinend. Letzte Seite, glaube ich. Steht Hilfe. Der Flay. Warte mal. Ach so, das ist von unten. Hilfe, okay. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich lasse mal wieder liegen. Und das hier soll anscheinend irgendwo im Wasser. Soll hier, eine Chest oder so sein. Ich glaube, das erkennt man auch, dass es ein bisschen weiter unten ist. Hier irgendwo im Wasser. Wasser. Ist hier irgendwo eine Chest? Eine Chest Redino? Ich darf hier nicht zu weit unten bleiben. Ist hier irgendwo eine Chest? Lol. Ist eine Chest? Das ist auch jetzt eine Chest. Das heißt, man findet solche Chests anscheinend. Okay, das sind anscheinend so versteckt oder so. Zerrissene Seiten hier. Das findet man anscheinend, wo man, also wenn so ein Block so ein Millimeter tief, so ein Pixel oder zwei Pixel, zweieinhalb Pixel sind das, wenn es so tiefer ist anscheinend. Und hier ist eine Seite, glaube ich, drin. Oh, drei Palmen, zwei Karotten. Okay. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verflucht oder so, wenn ich hier reingehe. Auf jeden Fall findet man die anscheinend, wenn so ein halber Block oder so, die Chest weiter, also der ein Block an zweieinhalb Pixel weiter unten ist. Ich gehe mal wieder nach Hause. Genau, es war eigentlich ein erfolgreicher Tag hier wieder heute. Ihr könnt mal sagen, ob ich vielleicht die Bank, ob ich nächste Folge einfach, oh mein Gott, die Stadt hier sieht so cool aus. Ob ich nächste Folge einfach hier, Pläne machen soll für die, für den Bankraub. Könnt auch Pläne, also eure Pläne könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und, wie ich da am besten einbrechen kann. Irgendwie TNT oder ich weiß nicht. Und ja, dann könnte ich eigentlich übernächste Folge könnte ich ja nachher einbrechen. Einbrechery do. Dann gehe ich ja schnell ins Haus rein wieder. Und ja, eigentlich ein erfolgreicher Tag hier. Mit Schafe geht es euch auch gut. Ich habe hier fast das Zusammentreten. Ich gebe mal ein bisschen Licht. Weil sonst haben die hier fast kein Licht. Egal, dann gehe ich hier mal rein. So, bam. Dann war es hier eigentlich eine erfolgreiche Folge. Habe ich jetzt auch den St. Wilhelm gebracht. Genau, erkunden muss ich auch noch. Ich glaube, das gehe ich auch nächste Folge. Wer weiß. So, und Einrichtung muss ich auch unbedingt noch machen. Und ja, dann gehe ich hier gleich mal schlafen. Und lasst ein Like und ein Abo dafür unbedingt für mehr. Ich drehe mal kurz hier das Licht auf. Und ja, vielleicht machen wir Pläne jetzt. Ihr könnt unbedingt in Kommentare Pläne schreiben für das Einbrechen. Dass wir mal einbrechen. Und ihr könnt auch schreiben hier, was wir hier oben bauen sollen. Und ja, lasst ein Abo und ein Like da für mehr Minecraft Aquana. Und ciao.